So, wollen wir jetzt erstmal kurz hier. Beschwören, ja. Ja, bitte. Moment. Wollen wir kurz Steven. Max rein? Wollen wir Max, kurz Max? Max. Max. Max? Der sagt eine Minute. Der kommt gleich rein. Was So. beschwörst du denn? Was? Was beschwörst du? Ihn, Na, Ricos sie. Mutter. Danach möchte ich bitte den Fuß lutschen. Oh ja, geil, verloren hab. Ja. Lol. So, okay. Also geht los. Moment. So, jetzt machst du bitte das Licht aus. Wer ist Und die jetzt geht's Frau? los. Hier, schreibt mal bitte in die Kommentare. Psst. Also wirklich, psst. Ihr müsst es in die Kommentare schreiben, weil ich bin einfach nur ein völlig kranker Wichser. PSST für die, die nichts kapieren. Ja. So. Okay. Dann geht's los. Dauert einen Moment wegen Luftzug. Ich muss mich konzentrieren, Ricos Mutter muss beschworen werden. Ich bin besessen. Okay, ein Stück mehr, bitte. Ich verrecke hier gleich. Es sieht zu wie eingesetzt, da ist der Bulle fehlt. Die war ja ein bisschen im Etikett hoch. Wissen Sie, wie viel Hallo? das ist? Das fällt denn hier auf bei der Ja, Größe? Max, kannst du bitte ruhig sein? Hallo, Ricos Mutter. Hallo, ach, du mein Freund aus Dresden. Mensch, die haben mich da wohl lange nicht gehört. Ja, grüßen Sie sich. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht ins neue Jahr. Oh, Ding. Und ihr auch? Ja, wir sind gut reingerutscht. Mein Kanal, der hat einen zweiten Strike. Ich kann bis zum 19.01. nicht mehr hochladen. Ich kann das psychisch nicht verarbeiten, deswegen bitte ich Sie einfach nur um psychologische Hilfe. Naja, aber ich habe wirklich Angst um meine Existenz. Ja, ich habe auch Angst um meine Existenz. Ja, Spaß aber mit ohne meinen Psychologen. Kanal bin ich wirklich ein absolut wertloses Stück Scheiße. Aha. Naja, kann man nichts machen, nicht ändern, muss man das Beste draus machen. Na doch, meine gute Freundin hat alles auf privat gestellt und mir somit den Darm gerettet, aber es ist trotzdem, naja, ich weiß nicht, ich fühle mich halt einsam. Ohne dass ich was hochladen kann. Tut mir leid. Das ist nun mal so. Man kann sich nicht immer alles. Naja, aber da ich sie anrufe, habe ich jetzt wieder irgendwie gute Laune. Ach so. Ja. 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 Na und was sind denn so Ihre Vorsätze für dieses Jahr? So, dieses Jahr. Ja. Da gibt es viele Vorsätze. Viele, viele. Was sind denn Ihre wichtigsten? Fällt mir jetzt so nicht ein, aber so mindestens vielleicht mal einen Job zu kriegen, vielleicht ist gleich ein Job für mich. Naja, So. das ist sehr, sehr wichtig, dass man zufrieden mit seinem Job ist. Am Das ist besten, so. im besten Fall hat man natürlich gar keinen, aber es ist auf jeden Fall trotzdem wichtig, dass das Arbeitsleben nicht die
menschliche Wohlbefinden ruiniert beziehungsweise verhindert quasi. Das ist für mich ganz wichtig. Ich denke mal, wenn jeder Mensch auf dieser Welt zufrieden und glücklich wäre, dann würde die Welt sich auf jeden Fall ins Positive entwickeln, aber das ist momentan nicht der Fall, sondern eher im Gegenteil. Und das ist wirklich sehr schade. Aber was bringt meine Stimme? Was bringt meine Stimme? Ja, ich glaube nicht, wie das alles sagen soll. Keine Ahnung. Aber jetzt ist auch schon mal mit dem Thema zu Ende. Ich diskutiere da mit vielen Leuten. Das bringt eh nichts. Und hat den Sektor groß gewuppt zu diskutieren. Nee, ich will nicht mit Ihnen diskutieren. Ich habe Sie jetzt eigentlich nur angerufen, weil ich Ihnen dankbar bin, dass Sie wirklich jedes Mal rangehen und dass Sie jedes Mal beschworen werden. Sie sind quasi der Heilige Geist und ich wünsche Ihnen. Sie sind der Heilige Geist, der Heilige. Ach, der Heilige. Ich kann das nicht sehen, dass er nicht mehr bei uns anruft, deswegen muss ich ja rangehen. Ich war ja immer vor, es wurde immer ein bisschen angekündigt. Angekündigt? Nee, das soll ja eine süße Überraschung sein. Aber für das Jahr 2019 wünsche ich Ihnen persönlich wirklich den innersten Seelenfrieden, den Sie überhaupt haben können. Oh, ja, und lassen Sie sich von Ihrem geistesgestörten Sohn so die Hölle heiß machen. Ja. Aber da muss man so weggucken, das muss man so. Ja, und wie ist denn in Dresden? Das Wetter hat es da geschneit. Es ist absolut scheiße, hier schneit sich, es ist kalt, es zieht wie Sau. Ja. Aber Hauptsache, also, mein Zimmer riecht nicht mehr nach Rauch. Ja, das ist immer so im Winter. Das muss man jetzt durch bei dem Wetter, nicht so alles, nicht? Mir gefällt das so knapp kalte Wetter, nicht? Es ist Erkältungszeit und Erkältungswetter und. Müssen wir alle das Beste draus machen. Mir gefällt es nicht, das Wetter. Ich sitze hier in der Stube vor dem Kamin und wärme mich schön. Ja, das ist schön. Ich hoffe, im Kamin brennt ein Nasenaffe. Was? Ich hoffe, im Kamin brennt ein Nasenaffe. Ja, ja. Hm. Nein, brennt ja immer mal was. Einmal brennt der Hut, dann brennt ein neues Kostüm. Ja, heute sind, wir haben für uns Gucci-Schuhe vom mageren Barkeeper verbrannt. Was brennten die noch alles? Wir haben noch die ein T-Shirt verbrannt. Nicht, dass die Maske immer noch abfackelt. Na da, sieht doch, der ist doch alt. Na, da kann ich mich ja direkt, da kann ich mir direkt das Leben nehmen. Naja, es ist wirklich so. Herrlich. Ja. Ja. Na gut, ich wollte sie jetzt eigentlich weiter, nie weiter belästigen. Ach, ja. Es hat mir sehr gut getan, Sie anzurufen. Okay, freue ich mich. Okay, gut. Na dann, ich wünsche Ihnen wirklich ein gesegnetes Jahr und einen schönen Feierabend. Danke, das Gleiche. Okay, vielen Dank. Okay. Ciao. Winke, winke. Winke, winke. Tipsy. La, la. Po. Ah, oh. Okay. Ja. Das war eigentlich die schönste Beschwörung, die ich je hatte. Peter, Mann? Ja, bitte. Ja, Sofafahrer, du musst mal kurz. Nein, komm. Ich muss unbedingt urinieren. Ich halte die Stellung. Ich habe einen Liter Kaffee in mir. Ach, die Kerze wird brennen. Ein Liter Kaffee. So, bis gleich, Leute. Du musst Energy nachhauen. Oh.